Ich muss jetzt noch geschwind kurz ein ziemlich privates Video vorschieben vor alle anderen Folgen, was da noch so kommt. Bei mir ist aufgefallen, ja, was privat, also das betrifft speziell dich, Bauchi. Ich meine den Menschen, der zurzeit sich Jesus Bruder nennt und früher ziemlich lang Jesus Urlauber. Ein toller Mensch. Hey, echt, also ich bin von dir begeistert, Alter. Du hast es. Und dann möchte ich noch sagen, wenn du nur halb so gern, ich glaube, du hast schon ein paar gesehen von meinen Videos. Soll ich jetzt Hochdeutsch reden oder verstehst du es Schwäbisch auch? Und wenn du nur halb so viel oder ein Drittel so gern meine Videos guckst, wie ich deine, ich habe sie verschlungen. Vor allem die alten Sachen, als du noch Bauchi warst. Und dann Jesus denkt laut. Das ist mir jetzt aufgefallen, ich habe jetzt meine Videos frecherweise und ohne meinen Kopf irgendwie zu benutzen, Rubin denkt laut genannt. Und jetzt ist mir aufgefallen, du hast es eigentlich erfunden, ne? Jesus denkt laut oder Jesus, ich weiß nicht, wie sie zu dir sagen. Also ich würde, wenn es dir nichts ausmacht, falls wir uns mal treffen, wovon ich eigentlich ja ein bisschen überzeugt bin. Irgendwann müssen wir uns mal treffen und labern. Ey. Nimm dir viel Zeit dann, ich auch. Gut, nur kurz jetzt, weil was ich fragen wollte, und das können wir auch über Video oder über, keine Ahnung, über Facebook abwickeln. Ob das okay so ist oder ob ich meine umbenennen soll. Ich würde es machen. Wenn du sagst, nee, Jesus denkt laut, möchte ich weitermachen, mach du, lass dir was Neues einfallen, mach ich das. Und wenn es dir Wurscht ist, dann machen wir weiter so. Dann ist es vegetarische Wurscht bei mir. Und so weiter und so weiter. Ich möchte jetzt nicht in Rubin denkt laut. Ihr könnt auch draufschreiben, Rubin labert. Ich habe mal eine Weile so eine Radiosendung gemacht, einmal in der Woche, einmal in 2 Wochen, eine Stunde, Psytrance, Goa und so Sachen. Und da habe ich dann, das Mikrofon hat mich dann vollkommen animiert, da zu labern. Und da hieß ich Laberlippe. Und da könnte ich zum Beispiel, vielleicht mache ich es auch einfach freiwillig, dass ich meine Videos jetzt nenne, Rubin labert. Man hört sich natürlich schon dann anders an, gell, wie denkt laut. Also, schick mir irgendwas im Facebook, Latest Rubin, und sag mir, ob das okay ist oder ob du dich so aufgeregt hast oder erst noch im Begriff bist, dich aufzuregen oder irgendwas in der Richtung. Jedenfalls, das, was du da so treibst und das, was ihr da, Burkhardshof und die ganze Geschichte, auch das davor da mit diesem Peace Train und so, und der Rothaarige, der mit den Karottenhaaren. Super, Jungs, geil. Das Einzige, wieso ich noch nicht zu euch gestoßen bin, ist eigentlich der Umstand, dass ich hier ziemlich verhaftet bin. Verhaftet. Ich sag's immer, ich habe hier so Verträge laufen, die ich einfach erfüllen muss. Elterncheckung, die Wohnung hier. Und ich kann nicht einfach alles hier lassen. Und um das abzuschließen, ich bin wieder im Prozess, das alles hier zum Ende zu bringen, abzuschließen, fertigzustellen, sagen wir mal, nennen wir es mal so, und dann auch die Sache mit der Freiheit, ein bisschen mehr von der Wurzel her. Bis jetzt ist die Freiheit da oben und da unten habe ich noch keine. Ich hab noch zu viele Anhaftungen und Verhaftungen und so weiter. Du weißt, was ich meine. Und sobald das offen ist, sagen wir mal, es muss denn ganz weg sein, aber offen, dann kommen wir mal Burkhardshof checken und so. Weil genau so ein Modell schwebt mir vor, genau sowas, Freiraum. Und das dann bei euch, sagen wir mal, in die Lehre gehen oder da mal checken, wie das läuft und dann raus und selber was machen. Also in diesem Sinne, das ist jetzt die Privatmessage. Für alle anderen Zuschauer, die das trotzdem angeguckt haben, danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns in der Liste. Kommt demnächst wieder neue. Die heißen dann entweder Rubin denkt laut oder sie heißen dann Rubin labert oder Rubin, keine Ahnung, irgendwas. Mir fällt dann schon was ein. Es ist halt bei den ersten paar Folgen, habe ich dann halt so angefangen: Rubin denkt laut. In der folgenden Serie sehen Sie. So ähnlich. Also, gell?
Brother, Bruder und ihr all andere meine Brüder und Schwestern. Ja, also jetzt, mir würde es schon freuen, wenn es so gelingen könnte. Ich mache ein Video und dann er macht ein Antwortvideo und ein Dritter macht nur ein Kommentarvideo. Das wäre doch cool, oder? Wir machen doch so gern Videos. Das sind doch alle KG, oder? Kamera geil. Und kaum richtet sich das Ding auf mich, muss ich sofort anfangen zu moderieren. Lach nicht. Ich lache auch nicht. Ich lache auch nicht. Doch, ich lache. Ciao.